Hier spricht wieder euer Peter Gaming und jetzt versuchen wir mal mit ihm zu sprechen, Leute. Wir müssen reden. Ich stehe zu Diensten. Ich bin jetzt bereit. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Okay, Waffenruf ist beendet. Okay. So Leute, jetzt gucken wir mal, was das für eine Schlacht ist, die Tausendhände. Diese Krieger aussehen, werden wir eine denkwürdige Schlacht der 100 Hände erleben. Ich glaube, die Menschen werden noch jahrelang darüber reden. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüstungen aus. Danke, Drakios. Seid bereit, Krieger. Die Schlacht wird bald beginnen. Okay, da bin ich jetzt nur gespannt, Leute. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Schlacht wird, Leute. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist, oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann. Sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Da bin ich mal gespannt, was das für eine Schlacht wird. Ah, das heißt, man muss einfach hier kämpfen. Der Teilnehmer ist tot. Klinge macht. Ah, da bin ich noch.
Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist bereits gefallen. Also die Hälfte ist schon besiegt, Leute. Ich muss in Bewegung bleiben. Alles mit man muss. Die Kämpfer aller, wo sind hier die Gar? Wo sind hier die Kämpfer, Leute? Das ist überall. Da sind noch ein paar Kämpfer. Alles sieht ziemlich gut. Riecht nach fauligen Eiern. Alle Menschen ziemlich. Okay, mein Bild. Bin ich nur gespannt. Simon, ich. Alter Schwede, das sind richtig viele Streit, die wir jetzt haben. Junge, Junge, 1000 Hände ist eine Schlacht, die heftig ist. Die Schlacht hier ist schon richtig heftig, finde ich, aber. Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Noch ein Signal. Es ist fast vorbei. Ah.
Ja, ja. Mehr in Fahrt geparkt, Leute. Die Schlacht wird... Wir haben fast die Schlacht überstanden, Leute. Offenbar zusammen. Okay, dann müssen wir die. Okay, wenn die alle zusammenkämpfen, dann erledigen wir sich auch gemeinsam, Leute. Alter Schwede, Alter, wir haben jetzt hier richtig viel Ziege schon gemacht, Leute, das muss man sagen. Mal gucken, was wir noch alles schaffen müssen, oder wie viele mehr noch Kämpfe besiegen müssen, um die 1000 Hände zu gewinnen, Leute. Noch 13 nach oben, Leute. Dein Glück hat dich verlassen. Okay, klar. Ja, alle, wir haben fast alle besiegt, Leute. Drakios, diese Leichen, welch eine Vergeudung von Leben. Oh ja, aber... Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Oh nein, ich glaube, ich weiß was, Leute. Wir müssen wahrscheinlich gegen sie kämpfen. Richtig, all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir nach Melos und schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Aber wir haben es gepackt, Leute. Wir haben es gepackt. Jetzt gibt es eine große Schlacht mit Roxana, glaube ich, Leute. Könnte ich mal vorstellen, dass das jetzt der Kampf wird gegen ihr, gegen sie. Oh, Alter. Das wird wahrscheinlich ein Kampf gegen sie werden, denke ich. Gib
Gibt es einen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Cassandra, Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Oh Gott. Oh, ja. Kommt! Der letzte Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Oh, ich hab's mal gedacht, Leute, dass wir gegen sie kämpfen müssen, Leute. Das war so klar, Leute. Es war so klar, dass wir sie besiegen. Gegen sie kämpfen müssen, Leute. Unsere Vorbereitung hat sich wohl gelohnt. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur eine von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana! Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah! Wir können einfach gehen. Nur eine von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Cassandra. Tu das nicht. So kurz davor. Genug! Bringt es jetzt zu Ende! Nein. Roxana, wir entscheiden, wie es endet. Nicht er. Ich fange an zu glauben, dass es Wichtigeres gibt als Ruhm und Reichtum. Alter, Leute, ich... Okay, wenn wir jetzt sagen, Ding... Leute, ich glaube, Leute, wenn man das dritte Bild macht, mehr Informationen vom Kult bekommen. Aber Leute, was bringt uns das, Leute? Es bringt uns eigentlich gar nichts. Und Roxana ist eine richtig gute Kämpferin. Und diese zu töten, bringt uns einfach nichts, Leute. Wir versuchen einfach, vielleicht ist ein Fehler, wir wissen, wir kriegen keine Informationen vom Kult. Aber wir haben eine gute Kämpferin gefunden. Dann komm mit auf mein Schiff. In der Ägäis warten noch viele Abenteuer auf uns. Du hast recht. Ich komme mit dir. Nein! Ihr müsst die Schlacht beenden. Es ist vorbei, Drakios. Es ist vorbei, wenn ich es sage. Wache! Der ist ein cooler Kisten, weil das ist, glaube ich, ein cooler Kisten aussieht. Weil das sind die cooler Kisten aussieht, Leute. Weil es in die Kultisten aussieht. Alter Mann, wenn so gut die kämpfen, dann... Alter Mann, wenn so gut mitgekriegt, dann... Alter Mann, schade, das war ein bisschen blöd, aber... Mann, der letzte ist... Und das Ding ist, wir hätten nur ausweichen müssen, ein bisschen besser. Und dann hätten wir den Move machen können. Dann hätten wir den Move gemacht und dann hätten wir wenig wieder Energie gekriegt. Und er wäre fast erledigt gewesen. Ah, Mann, das nervt mich. Ja. Die 1000 Hände ist nicht schlecht. Hier was für dich.
Ja, Alan, hoffen Sie, ja, mal die wird dann eine von meinen. So erledigen wir ihn jetzt endlich mal. Hab Dank, Helden. Dann sehen wir uns auf meinem Schiff. Ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin der Wind uns führt. Wo immer das ist, erwarten uns Abenteuer. Uns beide. Alle, das war nun Ende, Leute. Also. Okay, eins hätten wir nicht, Leute. Ein Nachteil ist es, Leute. Wir haben keine Informationen über Ding gefunden, Leute. Das muss man ehrlich gesagt sagen. Das müssen wir ehrlich gesagt sagen, Leute. Wir haben keine Informationen, wir kriegen keine Informationen. Das ist das Einzige, was man jetzt so Ding ist, Unterschied ist, finde ich. Das ist der einzige Unterschied, Leute. Wir haben. Das ist das Einzige, wir kriegen keine Informationen über die Kult, aber. Es war mal ein bisschen egal, Leute. Wir haben eine gute Kämpferin gefunden jetzt. Für unser Schiff. Zimmer. Ah. Und das war das Wichtigste, finde ich, Leute. Für das Schiff haben wir jetzt. Ein, ja. Und da würde ich fast sagen, Leute, nehmen wir. Ja, so der die Sache. Und jetzt gucken wir mal kurz, was wir machen könnten, Leute. Das ist nochmal die Definition. Müssen wir verteidigen? Das ist jetzt die Überlegung. Müssen wir jetzt verteidigen oder nicht? So ist jetzt die Überlegung, wie das jetzt weitergeht, Leute. Müssen wir es jetzt verteidigen oder nicht? Aber ich das fast sage, Leute. Das machen wir vielleicht wahrscheinlich wirklich erst beim nächsten Mal, wenn ich das sage. Würde ich fast sagen, dass wir jetzt noch gucken, weil das ist jetzt überlegen, wie kriegen wir das? Wie wir das jetzt machen? Ja, das ist jetzt die große Frage, Leute. So, jetzt gucken wir mal kurz bei den Kultisten, weil eins von den Kultisten. Okay, hineingezogen, bei einer Seeschlacht hineingezogen, okay. Das heißt, wir müssen in eine Seeschlacht, ne? Ich würde sagen, wir verteidigen uns. Dann müsste es vielleicht auch funktionieren, Leute. Geh, wenn dir dein Leben.
würde ich sagen, mal gucken, ob wir verteidigen wird mal. Aber ich, wie gesagt, Leute, das würde ich wahrscheinlich erst beim nächsten Mal machen, Leute. Ich würde sagen, eure Cassandra sagt tschüss, euer Peter Gaming, ach tschüss, somit sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und PG, bis dann.